weint den ganzen Tag. Da muss man Pause machen. Und es kommt vor, dass man bei der letzten Pause vom Ende der Tour sehr viel weint. Und dann hat man leider nichts mehr zu essen dabei. Dann geschieht noch Überraschendes. Einer sagt, oh, ich habe noch einen Apfel. Und einer sagt, guck mal, hier ein Müsli, ist aber schon schwierig. Man setzt sich. Der Apfel wird geteilt. Von einer anderen Seite kommt ein zweiter Apfel. Eine matschige Banane ist auch noch da. Eine Kamillenwurst, die auch schon ein paar Stellen hat. Eine Brötchentüte und ein paar zerquetschte Brötchen. Teilen, essen. Und es ist plötzlich genug da. Es reicht und es schmeckt ganz lecker, auch wenn es wohl wird. Es reicht, obwohl es eigentlich so wenig war. Sie und ihr werden Ähnliches schon erlebt haben. Und wir können auch heute eine Menge teilen. Zuhören, Erfahrungen, Zeit, miteinander sein auf neue Weise und auch Geld. Und dann werden wir gesagt, es ist zurzeit eher schwierig, mal so das Pausenbrot im Stück zu reißen und mit jemandem zu teilen. Oder mal einfach so eine Stunde kuschelig rumzusitzen mit der Clique wie sonst. Puh, dann wird die Stimmung nicht gut. Eigentlich wie in einer Pause, wenn alle waren und man nicht mehr so weiß, ist überhaupt noch was rein und so weiter. Ausgegrenzt fühlen. Und wie geht es denn jetzt vielleicht anders? Und ich weiß gar nicht. Dann ist es gut, noch einmal nachzudenken. Ob es nicht vielleicht doch etwas ganz Kleines gibt, was ich tun kann. Welchen kleinen Beitrag ich mit einbringen kann. Sei es Nähe durch Zuhören am Telefon, sei es durch Lachen, einfach mal so. Sei es durch weniger Nörgeln und ein bisschen mehr miteinander reden. Sei es durch einfach so nett da sein und das auf Entfernung. Mag das Tun noch so klein sein, wir können auf diese Weise ein gutes Miteinander haben. Mit solchen kleinen Beiträgen. Materiell gesehen heißt es ja, Martin teilt seinen Mantel. Das ist wirklich nur ein halber Mantel. Ich hoffe, es konnte man sehen. Das ist nur ein halber, das ist wirklich durchgeschrieben. So hat Martin das damals schon getan. Entscheidend dabei aber ist, er teilt dabei seine Aufmerksamkeit. Er gibt von seinem persönlichen Eigentum die Hälfte und das von Herzen. Und das macht es so beeindruckend immer wieder, dass Martin wirklich von sich aus ganzen Herzen interessiert und hat zugleich immer noch Lust. Kann den Mantel ja auch werden, mit Jakob. Martin teilt Aufmerksamkeit und Sorge und Hilfe und Rücksicht und Besonnenheit. Und manchmal ergibt sich daraus auch Materielles. Wir brauchen, dass das zusammenkommt, gerade jetzt, dass wir gemeinsam so ganz viel erreichen können. Viel daran tun können, dass es gut ist für die Menschen auf unserer Welt und auch hier vor Ort, damit die ganze Welt.